Ich wollte ihm eigentlich die blöde Kappe geben. Hat der orangische Händler hier vielleicht Hüte? Also er hat auf jeden Fall einen Streunerhut. Nehme ich gerne. Mehr hat er gerade nicht. Mal gucken, wen hätten wir noch? Rüstungshändler. Hast du noch irgendwelche Hüte? Nein. Tut mir leid, Gladys, es ist dein Hut weg. Naja gut, du trägst ihn eh nicht mehr. Habt ihr schon ein paar Waren für... Wunderbar. So, da fehlt noch ein Hut. Bei dir werden wir wahrscheinlich nur Handwerkszeug kriegen, ja. Mistgabel könnten wir hier haben. Du hast wahrscheinlich auch nichts, oder? Eine Stoffmütze. Die sollte ausreichend sein. Wunderbar. So. Es ist mir gelungen, drei unterschiedliche Hutmodelle zu finden. Es war kein Problem, 20 helle Ferdocker zu beschaffen. Es war leicht, 20 Krüge Quellwasser zu finden, ja. Kohle, koscher Stahl und Sandstein kriegen wir dann aus unserem... aus unserer Schmiedekiste. Also koscher Stahl. Aber jetzt erstmal nach Avistreu. Bevor wir aufbrechen, Quicksave machen und dann gucken wir mal, was uns in Avistreu Neues so erwartet. Ja, der berichtet uns nur von den Wettkämpfen. Ja, ich wollte Quicksave machen. So. Ist eh langsam mal wieder Zeit. Das heißt, wir können zurück nach Avistreu reisen. Unvorhergesehenes hätte ich von der Weiterreise ab. Gucken wir mal, ist das eine neue Begegnung oder... Und ja, die Pflanzen lassen wir einfach mal. Ein Wolf? Okay, unterwegs ein paar Wölfe. Und ja, wie gesagt, die Pflanzen lassen wir jetzt einfach mal stehen. Wenn wir Pflanzen brauchen, es gibt wirklich in unserem eigenen Garten mehr als genug. Und einfach rausgehen,
Wolf. Okay, da tauchen einfach aggressive Wölfe aus dem Nichts auf. Mein Atem geht ruhig. Na, aus dem Wolf haben wir nicht viel rausgekriegt. Ah, hat hier irgendjemand keine Munition mehr? Nein, ist alles in Ordnung. Habe ich mich verguckt. Noch mehr Wölfe. Also ja, hier sehe ich jetzt nichts Besonderes. Außer Riesenpilze. So, Fürstentum Kosch. Ja, wie gesagt, Kräuter habe ich erstens genügend in meiner Vorratskiste beim Alchemietisch. Und mittlerweile wächst jedes Kraut in meinem Garten. Also muss ich da nicht unbedingt jetzt in der Wildnis sammeln. Wenn ich was brauche, sammle ich sie im Garten. Es tut mir wirklich leid, aber da kann ich euch im Moment leider nicht helfen. Wie ihr seht, sind ich und der gefreite Dankwart hier ganz allein. Aber bedenkt doch, was passiert, wenn die Rotpelze sich aus dem Wald herauswagen. Die armen Einwohner. Jetzt beruhigt euch doch. Vielleicht habt ihr euch ja geirrt und es handelt sich gar nicht um Rotpelze. Ich mich geirrt? Ich erkenne einen Rotpelz, wenn ich ihn sehe. Hört zu. Sobald ich in Ferdok angekommen bin, werde ich die Angelegenheit der Stadtwache berichten. Die werden dann mit Sicherheit eine Patrouille hierher entsenden. Ich befürchte nur, dass es bis dahin zu spät sein könnte. Reisepunkt Zollstation? Wohin möchtest du reisen? Bärensee, Dunkelwald, Dorf. Ich möchte hier bleiben. Es gibt Schnellreisepunkte jetzt. Ach stimmt, von denen habe ich gelesen. Ihr könnt. Ja gut. Was habt ihr beide zu sagen? Die Zwölfen zum Gruße! Entschuldigt bitte, aber ich kam nicht umhin, euer Gespräch mit anzuhören. Ihr sagt, ihr hättet Goblins im Wald gesehen. Ja, das habe ich. Leider will sich Zöllner Nandor nicht um diese Angelegenheit kümmern. Was heißt hier, ich will mich nicht kümmern? Es ist mir nicht möglich. Die meisten der hier abgestellten Ferdocker Wachen sind bereits nach Ferdok zurückgekehrt. Und ich und der gefreite Dankwart wären zu wenige, um uns dieser Gefahr entgegenzustellen. Außerdem ist es noch gar nicht erwiesen, dass es sich tatsächlich um Rotpelze handelt. Es könnten noch Schwarzpelze sein, das ist dann noch schlimmer. Ich denke, dass man diese mögliche Gefahr nicht auf die leichte Schulter nehmen sollte. Die Dorfbewohner könnten dem nichts entgegensetzen. Wie wäre es, wenn ich mir die Sache einmal ansehen würde? Das würde Klarheit schaffen und Jäger Kautzenstein wäre beruhigt. Das wäre sicherlich eine gute Lösung. Jäger Kautzenstein, sag mir doch bitte, wo ihr die Goblins gesehen habt. Westlich vom Forsthaus am großen Zinken. Okay, dann werde ich mich dort einmal umsehen. Gut. Rotpelz im Dunkelwald. Jäger Kassenstein ist sicher, dass es im Dunkelwald westlich vom Forsthaus am großen Zingen einige Goblins gesehen hat.
Er sieht in ihnen eine Gefahr für Arvestreu. Ich werde mir mal das einmal genauer ansehen. Jäger Kautzenstein berichtete von Goblins am großen Zinken. Ich sollte die Gegend untersuchen, um herauszufinden, ob sich hier tatsächlich Rotpilze herumtreiben. Mhm. Was gibt es? Ja, Angebot. Hast du auch nichts Besonderes, außer ein bisschen koscher Stahl? Also ja, hier hat sich so nicht viel geändert. Ja. Der redet nur über den Mord, der schon eine Weile hier zurückliegt. Erna Rübenfein hat uns damals die tolle Charisma-Maske gegeben. Ich bin beschäftigt. Sprecht mit Ja. Achso, der läuft nur um seinen Karren rumherum. Hm. Also der große Zinken. Ach, und da sind die Schnellreisepunkte eingezeichnet. Jetzt, wo ich hinreisen kann. Also ja, ich kann den Schnellreisepunkt nachher hier in Arvestreu benutzen. Um zum Bärensee hochzureisen. Und von dort aus zum großen Zinken zu gehen. Ja. Na, was gibt's bei euch Neues? Ja, koscher Berge, Orks. Was? Rote Keuche in Ferdok? Okay. Ihr seht aus, als ob ihr Interesse an Hüten habt. Möchtet ihr einmal mein Angebot sehen? Ja, lass mich mal sehen. Spitz. Oh ja, neuer Federhut. Gladys. Tut mir leid, dass wir deinen Hut verkauft haben. Hier hast du einen neuen. Willkommen im scharfen Schwert, dem besten. Oh, wir können über Parzalon fragen. Was haben wir auch noch nicht gemacht? Dieser wandernde Ritter namens Parzalon, kennt ihr ihn? Ein sonderbarer Bursche, meint ihr nicht auch? Da habt ihr wohl recht. Wer nämlich fragt, hat der nicht alle an der Pfanne. Er dachte doch tatsächlich, er bekäme hier alles umsonst, weil er ein so großer, weit und breit bekannter Held sei. Ich habe vorher noch nie etwas von ihm gehört. Kann ich euch noch etwas fragen? Nichts mehr. Okay, dann auf zu Oma Rübenfein. Ein Paket für Ulfing? Sprich mit dem Wirt. Leider habe ich Oma Rübenfein nicht vor ihrem Haus angetroffen. Vielleicht kann mir Wirt Talion sagen, wo sie ist. Achso, stimmt. Die steht ja normalerweise da rum und jammert. Gut, okay. Dann reden wir jetzt noch mit dem Wirt. Und ja, der Bärendinger ist immer noch da oben. Willkommen im Scharfen Schwert, dem besten Wirtshaus in Arvestreu. Seid gegrüßt, ich bin auf der Suche nach Oma Rübenfein. Sie steht nicht mehr vor ihrem Hof. Ihr habt nicht zufällig gesehen, wohin sie gegangen ist. Ich habe sie vor gut einer Stunde mit Wolfi Richtung Alte Mühle gehen sehen. Hab Dank, dann werde ich mich dort einmal aussehen. Lasst euch ruhig etwas Zeit damit. Dann kann ich die himmlische Ruhe noch eine Weile genießen. Wie ihr meint. Okay. Such Oma Rübenfein. Ich werde mich bei der Mühle nach Oma Rübenfein umsehen. Mhm. Ja, da gibt es leider keinen Schnellreisepunkt, also müssen wir nach Süden. Aber ich würde sagen, sobald wir bei der Brücke sind, wird mal wieder gespeichert. Also ungefähr hier.
Spiel speichern, das ist dann 002. Speichern. Und dann gibt es jetzt erstmal wieder einen Cut. Also, bis gleich.